Hey Leute, es gibt mal wieder News. Einen neuen Trailer, Screenshots sowie eine Miniszene aus Miraculous Awakening. Fangen wir mit dem Screenshot von Mundo Glob an, der mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Szene aus der Folge Gang of Secrets zeigt. Da wir allerdings bereits im Trailer Ausschnitte der Folge sahen, zeigt diese Aufnahme nicht allzu viel Neues. Es ist anzunehmen, dass Alia, Alix, Julika, Rose und Milene hier gerade überlegen, wie sie Marinette möglicherweise wieder aufmuntern können und herausfinden, was sie verheimlicht. Das würde dann nämlich auch ganz gut zu dem Titel der Folge passen, Gang of Secrets. Wir hätten hier also eine Gruppe, die versucht, Geheimnissen auf die Schliche zu kommen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Doch weiter geht's zu Awakening. Was sagt ihr zu Tickys Aussehen? Ich persönlich finde sie ja ziemlich knuffig. Es ist allgemein interessant, sie in den unterschiedlichen Stilen zu sehen. Ihr ursprüngliches Design aus dem Anime, das reguläre Aussehen in der Serie, der Look aus dem Webcomic und nun aus dem Miraculous Awakening Film. Außerdem hat uns Jeremy Zack noch einen neuen Screenshot aus dem Film gezeigt, in dem Marinette sich gerade ihre Miraculous genauer ansieht. Und auch hier sieht man einen deutlichen Unterschied zu ihrem regulären Aussehen in der Serie. Doch kommen wir nun zum neuen Trailer für die vierte Staffel, der von Jeremy Zack veröffentlicht wurde. Zwar kennen wir bereits ein paar Szenen, es sind aber auch einige neue Dinge dabei. Insbesondere bekommen wir hier nun auch endlich mal einen genaueren Blick auf Zoe und Vesperia, also ihre Heldenidentität. In diesem Video werde ich allerdings nur auf die neuen Szenen eingehen und nicht auf die, die wir schon kennen, aber ich habe euch den Link für den gesamten Trailer unter das Video angepinnt. Was unter anderem neu ist, ist dieser Moment, in dem Adrien auf eine Tür zeigt und gleich im Anschluss sehen wir einen geheimnisvollen Gang mit einem blauen Licht am Ende. Wofür es gedacht ist? Tja, das ist die Frage. Ich bin gespannt auf eure ersten Theorien dazu. Weiterhin sehen wir niemand anderen als Thomas Astruc, der zusammen mit Zoe, Marinette, Milene, Alia und Nino im Kunstraum steht. Sie alle sehen jemanden nach. Vielleicht ist da gerade jemand aus dem Raum gestürmt. Jedenfalls wirken sie alle recht bedrückt. Und es scheint, als wolle Marinette Zoe trösten. Eventuell hat es also etwas mit Zoe zu tun und die da aus dem Zimmer ging, war Chloe. Hier sehen wir, wie Marinette von ihren Freunden getröstet und umarmt wird, möglicherweise aus der Folge Gang of Secrets. Hier haben wir nochmal Shadow Moth, wobei wir seine neue Form natürlich schon kennen und trotzdem ist es eine schöne Aufnahme mit dem Licht, das da hereinströmt. Rena Rouge wird überraschenderweise wieder mit dabei sein, überraschend deswegen, weil Hawkmoth ja eigentlich ihre geheime Identität kennen müsste, aber nichtsdestotrotz ist es klasse, dass Rena Rouge zurückkehrt. Wir sehen Vesperia in Action gegen das Sentimonster in Queen Banana und schließlich auch ihre volle Verwandlung. Persönlich finde ich ihr Kostüm nicht schlecht, nur die Haare und die Maske von vorn, naja, würde ich anders vielleicht besser finden, aber alles in allem nicht schlecht, würde ich sagen. Auch diese Szene ist mehr oder weniger bereits aus den älteren Trailern bekannt, zumindest der Umstand, dass Marinettes Freunde akkomatisiert werden. Hier sind sie nun vermutlich hinter Marinette oder bereits hinter Ladybug her, denn kurz darauf sehen wir, wie sie gegen Ladybug kämpfen. Und auch hier kann man davon ausgehen, dass diese Szenen vermutlich aus Gang of Secrets stammen. Schließlich haben wir noch eine Aufnahme, wie Ladybug und Cat Noir durch die merkwürdige, rosafarbene Substanz tauchen, in die zuvor Marinettes und Adrians Klasse gesogen wurden. Wir sehen das Schwein Miraculous, das zu 99,9% von Rose getragen wird und gleich im Anschluss kommt auch noch ihre Verwandlung. Hier war man aber leider oder glücklicherweise, je nachdem wie man es sieht, sparsamer und zeigt uns nicht wirklich viel. Und zu guter Letzt kommt noch der Talisman, der vor weiteren Akkumatisierungen helfen soll und vermutlich an Chloe weitergegeben wird. So viel erstmal zum Trailer. Ich persönlich fand ihn einsame Spitze, aber teilt gerne mal eure Gedanken dazu. Wie immer am Ende eines Videos möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und durch ein Abo unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Voran meine Sternmitglieder GamerLife, Gilly, TaxiTaxiMG, OneBigNightmare und Map. Ebenso meine legendären Mitglieder Nanami Katze, LSR, LeongAngLive, French, Okumura, Raphael Zimmermann, VennyGalactica 2331, Cedric, Lukas und Katharina Jakob. Gleichsam ein Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer,
Bis zum nächsten Mal.